Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute gibt es wieder einen Teamgeist. Teamgeist ist eine Aktion von meinem Team und mir, bei dem ich meinen Teammitgliedern immer Aufgaben stelle und die dazu Karten basteln. Und dieses Mal ist der Teamgeist ein kleines bisschen anders als die Jahre davor. Also ich blende euch mal die Playlist hier oben ein, dann könnt ihr da auch stöbern gehen. Sonst war es oft so, dass wir ein bestimmtes Thema hatten, wie eine besondere Kartenform oder sowas und dazu dann die Kartenideen kamen. Und dieses Mal habe ich mir so kleine Mottos überlegt und das erste Motto, das den ersten Teamgeist betrifft, lautet, dass man mit einer Stanzform oder mit einer Handstanze, die eigentlich weihnachtlich ist, was anderes zaubern soll. Also zum Beispiel eine herbstliche Karte, eine sommerliche Karte. Und dafür habe ich ganz viel Post von meinen Teammädels bekommen und die möchte ich euch jetzt ganz, ganz happy vorstellen, denn das sind wieder ganz tolle Ideen dabei. Ganz kurz vorneweg zeige ich euch schnell meine Version, meine Idee dazu. Ich habe hier eine geburtstagsherzliche Karte gemacht und voilà, da fliegt schon was raus. Das ist nämlich das Element, mit dem ich hier gearbeitet habe. Ich habe nämlich hier vorne diese Blüte, diese Sonnenblume mit einer Handstanze gemacht und zwar mit einer ganz neuen Stanze, diese Sternenstanze, die aus dem neuen Mini-Katalog ist. Und das ist meine Idee dazu, dass man aus der Sternstanze eine Blume macht. Oder ganz viele Blumen, die kann man ja auch ganz anders dekorieren. Aber man könnte den Stern eben auch als Blume verwenden. Und starten möchte ich gleich mal mit der lieben Heike, mit ihren Kartenideen. Sie hat gleich drei auf einmal geschickt und ich bin schon total gespannt. Ich habe hier noch eine Karte von ihr bekommen, die finde ich auch total schön. Ich finde es immer süß, dass die Heike mit diesem Stempelset und Stanzformen arbeitet, dass ich da wieder ein bisschen anders hingeführt werde. Sozusagen, da hatten wir mal ein Gespräch miteinander. Ihr findet die Heike hier unter Stempelloft bei Instagram. Und ich finde, das ist schon eine ganz tolle Karte und bin ganz gespannt auf ihre Ideen. Die erste Karte ist eine Zitronenkarte und ganz toll ist, finde ich auch, dass sie die Kuverte immer passend dazu gestaltet hat, dass eben die Kuverte und die Karte perfekt zusammenpassen. Und hier vorne steht, dass man ziehen soll, aber ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll. Bitte an der Schleife aufziehen. Also, das ist ja so, beim Teamgeist machen wir es immer so, dass wir die Karten spenden. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn ich sie aufziehe, dann ist sie ja eigentlich schon ein bisschen beschädigt. Ich halte euch einmal kurz die Materialien rein, das ist die Zitronenkarte mit der Stanzform Weihnachtskugel. Das ist natürlich total cool, dass man das hier umsetzt. Und ich muss fast aufmachen, glaube ich. Aber oder kann ich es ganz vorsichtig lüften, dass man nicht alles gleich... Also eigentlich macht man die hier oben auf. Ich kann nicht reinlinsen, ohne dass ich es kaputt mache, glaube ich. Ich werde es euch jetzt mal so hinhalten. Hier drinnen sind sonnige Grüße unter der Kugel. Ich hoffe, ihr seht es. Es ist auch noch schön bestempelt mit Blüten am Rand. Aber ich möchte nicht die ganze Karte aufreißen, weil wir die ja, wie gesagt, noch spenden. Aber ich finde, die Idee ist total klasse. Also es ist einfach eine sonnige, frühlingshafte oder sommerliche Karte mit frischen Zitronen, mit tollen Farbkombinationen und eben mit diesem tollen Effekt, dass man hier auch noch die Weihnachtskugel eigentlich so schön unterbringen und dann aufmachen kann, hier oben mit dem Pfeil ziehen und dem kleinen Schleifchen. Ich finde, das ist eine richtig tolle Kartenidee. Mir gefällt die total gut. Aber ich möchte sie jetzt nicht komplett aufreißen. Ich hoffe, das ist okay für dich, Heike. Also wir haben ein bisschen reingelinst, aber ein kleines bisschen muss sie noch verschlossen bleiben. Also wunderschöne sommerliche Karte und die Idee, eine Weihnachtskugel mal ganz anders einzusetzen, finde ich echt klasse. Dann kommt eine Weihnachtskarte, aber ich mache jetzt zuerst die Babykarte, weil wir ja gerade quasi schon eine Weihnachtskugel hatten. Und jetzt machen wir eine Babykarte. Ich finde, die ist auch total cool. Ich finde, die Idee ist mega gut. Glückwunsch zum Wonneproppen. Und da hat sie hier wie so ein Mobile, wie so ein Mobile gebastelt mit einem Band. Hoppla. Und oben drüber Baby und im Hintergrund diese schöne Kreisstanze. Ich finde diese kreisprägige Form, ich finde es total schön. Und ich finde die Idee, mit Sternchen und kleinen Bäumchen als Baby Mobile zu machen, einfach nur grandios. Also ich finde das total klasse. Hier innen auch schön. Das ist Zitronenparfait. Und ich habe hier auch nochmal die ganzen Materialien, mit denen sie gebastelt hat. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Mir gefällt die richtig gut, Heike. Und ich finde auch das Kuvert total schön. Und überhaupt aus dem ganzen Thema Weihnachtsstanze eine Babykarte zu machen, ist auch auf jeden Fall 1A, würde ich sagen. Voll cool.
Okay, und jetzt bin ich gespannt. Hier sieht es nach Weihnachtskarte aus. Ah, aber es ist ja keine Weihnachtskarte. Wir haben ja nur die weihnachtlichen Motive. Und das ist auch eine coole Karte. Ohne Ton, aber von Herzen eine Musikkarte. Und man hat einfach das Ganze, also die Weihnachtsbäume eigentlich als Wald gestaltet. Und sie hat hier ein schönes Lagerfeuer und Musik dazu gemacht. Ich finde, die Karte ist total schön. Mit Glitzersteinchen hier oben, die eben die Nacht noch so ein bisschen funkeln lassen. Oh, finde ich auch eine richtig schöne Idee. Hier seht ihr nochmal die Materialien. Also hier die Weihnachtsbäume schön umgewandelt als Winterwald mit schöner Musik. Total coole Kartenideen. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Gefällt mir richtig gut. Die nächste Kartenidee ist von der lieben Franny. Und das ist auch so eine tolle Idee, weil sie hat hier diese Zweige. Also vielleicht erkennt ihr das als Weihnachtszweige, als konnte man auch so einen Kranz machen oder so mit den Zweigen einfach umfunktioniert als Vogelnestchen. Und das ist ja wohl eine total geniale Idee, oder? Also so eine Weihnachtsstanze eigentlich, so eine Zweigstanze als Vogelnest. Wunderschön gemacht, hinten noch geprägt den Hintergrund mit diesem Baummuster und dann eben das Vögelchen in den Vordergrund und eine Glückwunschkarte daraus gemacht. Finde ich eine ganz super schöne Idee und finde ich toll als herbstliche Idee, glaube ich. Also mir gefällt die sehr gut, das ist eine schöne Karte. Und als herbstliche Geburtstagskarte zum Beispiel oder Glückwunsch zu allen möglichen Anlässen finde ich die top und die Idee auch richtig super. Vielen Dank, Franny. Die Franny findet ihr unter Liebstes Grün hier auf YouTube. Ich werde auch alle Mitwirkenden nochmal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da auf die drei Punkte oder auf mehr klickt, da werde ich die nochmal rein machen, damit ihr auch zu den anderen Kanälen kommt und da auch teilweise die Anleitungen dann sehen werdet. Genau, und ich habe jetzt auch noch von der Franny den Namen verraten bekommen, sozusagen in dem kleinen Brief. Und zwar ist es die Stanzformenset goldverziertes Weihnachtsgrün und die Tannenzweige werden zum Vogelnest. Also wirklich klasse, voll gute Idee. Dankeschön, liebe Franny, für die tolle Karte. Die nächste Idee ist von der lieben Gabriele und das ist auch eine richtig coole Idee. Sie hat mir hier auch noch eine Originalstanzform reingelegt. Das ist nämlich eine richtige Weihnachtslaterne mit mit Kerze innen drin und kleinen Sternchen. Ich hoffe, ihr seht es gut. Wartet mal, ich mache hier schnell auf, dann kann man es besser erkennen. Also so sieht die Stanze eigentlich aus und sie hat daraus eine Karte mit Umarmung aus Papier gemacht und hat hier ganz cool eine richtige Blumenlaterne sozusagen draus gemacht. Das finde ich total schön. Sie hat geschrieben, Weihnachtslaterne trifft Glücksblumen, Blumenlaterne. Also voll schöne Idee, denn oft hat man ja auch so eine Laterne zu Hause stehen und gestaltet die vielleicht für eine andere Jahreszeit ein bisschen anders um. Und so hat sie das Ganze auch auf die Karte gebracht. Finde ich eine klasse Idee. Ich finde die Farben sehr schön und ich finde es auch toll, dass der Hintergrund hier geprägt ist. Ich glaube, das sieht ja ganz gut. Und dann vorne noch ein Designerpapier aufgesetzt ist und dann eben noch ein schöner Spruch und eine Schleife. Ich finde, das ist cool und eine richtig ausgefallene Idee auch, dass man die Weihnachtslaterne auch so umbauen kann. Vielleicht ist das ja auch der Ideengeber gewesen, dass man sagt, im Haus dekoriere ich auch manchmal Laternen oder was anderes um und gestaltet es hier mal so. Tolle Idee. Vielen, vielen Dank, liebe Gabriele. Als nächstes habe ich eine ganze Menge Post von der lieben Caro bekommen. Und zwar Caro von Hickeschaft Kreativ. Findet ihr auch hier auf YouTube. Hier oben seht ihr schon mal den Namen. Und ich starte mit der ersten Kartenidee. Die finde ich auch total cool. Ich packe die mal aus. Das ist auch ganz edel verpackt. Das sind jetzt fast zwei gleiche Karten. Einmal vom Hintergrund einfach ein bisschen abgewandelt. Glückwunsch zum Geburtstag. Und der Hauptdarsteller und die Weihnachtsstanze schlechthin ist hier als Lampion-Kette umgewandelt mit Glitzerpapier. Finde ich richtig schön. Und auch Glitzerband. Und die Idee, dass man die ganzen Weihnachtsstanzen, also es ist eine ältere Weihnachtsstanze, die waren halt so Weihnachtsanhänger für den Christbaum, dass man die als Lampions verwendet, finde ich richtig genial. Das finde ich total cool und ich finde es richtig schön umgesetzt auch, dass die eben so glitzern und dass die so schön aufgefächert sind, auch hier an der Seite. Ich glaube, man sieht es auch in der Kamera schön. Und dass eben auch die Hintergründe so toll gestaltet sind. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Ich glaube, man hört es an der Stimme. Genau, also wir haben hier noch die Blumen draufgestempelt, zuvor den Hintergrund geprägt und schattiert mit verschiedenen
Grautönen und Glückwunsch zum Geburtstag. Und wenn man die Karte dann aufmacht, genieße den Moment, er gehört dir. Auch hier nochmal mit Blümchen bestempelt, finde ich eine richtig schöne Karte. Und kann ich mir so eine richtig schöne Sommerparty vorstellen. Das wäre auch eine ganz coole Einladungskarte, glaube ich, für eine Sommerparty. Das ist auch sehr schön, wenn man da eben mit Lampions so ein Sommerfest macht. Voll die gute Idee. Gefällt mir richtig gut. Vielen Dank, liebe Caro. Das ist echt eine geniale Karte. Und ihr habt hier alle Materialien auch noch richtig schön aufgelistet. Könnt ihr gerne ein Pausebild machen, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Und ja, das ist ihre erste Idee und die zweite folgt zugleich. Pack die nur nochmal ein. Okay, und die nächste Kartenform ist einfach auch nur wieder total super genial und total witzig. Da muss man auf jeden Fall lachen, wenn man die bekommt. Ich wollte euch auch noch kurz das schöne Kuvert einhalten ins Bild. Und sie hat diese Karte in verschiedenen Varianten gebastelt, verschiedenen Farbkombinationen. Und das ist jetzt eine Musikkarte. Du rockst auch in Alt. Eine Geburtstagskarte. Eine bisschen frecher vielleicht, aber eine lustige auf jeden Fall. Und das Tolle ist auch, dass hier diese kleinen süßen Wichtelchen auch im Sommer Party machen, wenn die Weihnachtsmänner gerade Pause machen. Dann können die im Sommer feiern und mit Cocktails und Musik und Tanzen natürlich hier durch die Gegend sausen. Also hier hat sie so ein kleines Wobbelding hinten reingebaut. Und dann muss man da die ganze Zeit rumspielen und sich freuen. Also eine total coole Karte. Auch im Hintergrund ist noch geprägt mit einer Weihnachtsprägeform. Die heißt Winterlich. Und Schneekristalle, das werden wahrscheinlich die anderen sein. Genau. Sie hat nämlich die unterschiedlichen Varianten gemacht. Und das Stempelset dazu heißt Besser als Santa Claus. Und ja, was ist das für eine mega coole Idee, oder? Also eine Sommerkarte mit Nikoläusen ist. Geht nicht besser. Hier findet ihr die Karo eben auch hier bei YouTube und dazu wird es auch ein Video geben. Und dann hat sie eben hier noch verschiedene Varianten gemacht. Wir haben jetzt hier eben eine andere Prägeform im Hintergrund. Hier haben wir nur zwei tanzende Nikoläuse im Schlafanzug. Oder Wichtel. Ich würde sagen, es sind Nikoläuse, oder? Also. Und den Cocktail, den man hier so wackeln kann. Total witzig. Alles in Grün. Wunderschön. Also ich finde es toll, ich finde die Farben echt klasse. Und eben diese Idee mit diesen Wobblern und so und diesen tollen Karten, das ist einfach wunderschön. Und ihr habt jetzt hier natürlich die Qual der Wahl, welche Karte vom Design, vom Farbkonzept euch am besten gefällt. Da ist echt alles Mögliche dabei und einfach nur wunderschön. Danke, Caro, für diese genialen Ideen. Die nächste coole Kartenidee kommt von der lieben Beate. Und Beate hat dir eine Karte eigentlich aus einer Standsform gemacht. Das ist das hier im Hintergrund. Mein erster Gedanke war aber auch an diese, ich habe an die Krippe gedacht. Da habe ich euch schon viele Videos mit dieser Krippe gezeigt. Da gab es auch so eine Standsform, die so diesen Bogen gemacht hat. Und damit könnte man das natürlich auch gestalten. Total witzig. Eis, Eis, Baby. Also eine Eiskarte mit einer Weihnachtsstand-Standsform. Und ja. Zeit für eine Eiszeit im Sommer eingesetzt. Total cool. Hier innen auch noch schön gestaltet und gestempelt mit dem Eisset. Und ich hatte tatsächlich auch bei meiner Idee zuerst an eine Eistüte gedacht. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Wir haben im neuen Katalog so kleine Häuschen. Und wenn man die andersrum dreht, hat man zwar unten noch den Kamin. Aber da könnte man bestimmt auch eine Eisform draus machen. Also diese Eiswaffel unten könnte man bestimmt aus dieser Kartenform auch machen. Also es war mein erster Gedanke, tatsächlich auch eine Eiskarte zu machen. Und ich finde, es ist total schön geworden und total cool geworden. Vielen Dank, Beate, für deine schöne Idee. Und ja, ich finde das schön mit diesen kleinen Wimpelchen. Die sind da schön gestaltet und hier vorne noch geprägt. Eiszeit, das sieht auch ziemlich cool aus, weil das so, das kommt in der Kamera wahrscheinlich so raus, aber das ist hier wirklich schön embossed. Und dann eben die kleinen Eise dazu. Total süße Karte. Mit einem selber gemachten Kuvert. Wunderschön. Kann man dann hier so reinbauen. Also eine ganz, ganz tolle Kartenidee. Vielen, vielen Dank, liebe Beate, für diese schöne Eiskarte mit einer Weihnachtsstanze. Als nächstes habe ich einen ganzen Stapel Post bekommen von unserer lieben Nadine. Und ich glaube, Nadine hätte noch tausend andere Ideen gehabt und ist zwar aus Zeitmangel nicht dazugekommen, aber die hätte bestimmt noch ewig weitermachen können zu diesem Thema, denn die hat wirklich total coole Ideen, die ich euch jetzt total gerne zeigen möchte. Sie hat mir geschrieben, dass ihr Materialpaket oder ihre Materialliste hier aufgelistet ist. Also wenn ihr da gucken wollt, was ihr alles für Stanzen verwendet habt, macht da kurz eine Pause,
Pausebild. Was ich noch ganz kurz zeigen wollte, hier seht ihr das, diese Kugeln hier, das sind die Lampio-Kugeln von der Caro auch gewesen. Das hat eigentlich so ausgesehen. Also wie gesagt, das kann man auch super als Lampios umbauen. Okay, wir zaubern die erste Karte hervor. Wir haben hier ein wunderschönes Kuvert. Und wir haben eine... Oh, wie schön! Nadine, cool! Nadine hatte die gleiche Idee, aber ich muss sagen, deine Idee ist noch viel schöner umgesetzt. Mit der Blumenstanze bzw. der Sternstanze so eine schöne Blumenschüttelkarte zu machen. Also ich habe sie jetzt auch gerade eben erst ausgepackt und ich finde, die ist genial schön. Wow, viel schöner als meine Karte. Das muss ich ehrlich sagen. Wow, die ist echt total schön. Also hier hat sie nämlich die Blüten so richtig schön gemacht im Hintergrund. Und dass man das natürlich dann als Schüttelkarte macht, ist nochmal total bombastisch. Gefällt mir richtig gut und hat sie eben auch diese Sternstanze hier benutzt, diese, die ich da eben auch hatte. Also man sieht, da kann man viele unterschiedliche Sachen machen, aber diese Idee finde ich total schön. Alles Liebe und herzlichen Glückwunsch. Diese Blumen blühen nur für dich als Spruch. Total schön. Innen auch noch ein paar Blümchen reingemacht. Es ist eine große Karte und es ist eine wunderschöne, ganz besondere Karte. Die Blumen gefallen mir außerordentlich gut. Richtig toll. Coole Kartenidee und schöne Farben. Also das gefällt mir richtig gut mit diesen schönen Rosé-Tönen und eben die... Ich hoffe, ihr seht die Blumen gut, weil die sind echt total schön koloriert und gestaltet. Was für eine schöne Idee, Nadine. Okay, das war die erste. Jetzt folgt die nächste Karte. Und in die hatte ich schon ein bisschen reingelinst und fand das auch nur mal mega krass. Wie kommt man auf so eine Idee? Also Nadine ist da echt ein wahnsinnig kreativer Kopf. Vielleicht erkennt ihr es. Es geht um dieses schöne Bienenwabe, glaube ich, heißt es. Dass man eben aus dieser Lampion-Stanze, die wir vorher als Lampions gesehen haben, hier als Weihnachtskugel auch ein Bienennest machen kann. Eine Bienenwabe machen kann, finde ich total genial. Wäre ich im Leben nie drauf gekommen, ganz sicher nicht. Eine gute Laune-Karte. Kleiner gute Laune-Gruß mit so einer süßen Biene, also total nett. Wunderschön. Die Hängebauchmaus, das ist unsere Nadine, ist die Hängebauchmaus. Habe ich schon fast vergessen, dazu zu sagen. Ihr findet alle Kartenanleitungen dann auch hier auf YouTube unter Hängebauchmaus. Und die finde ich echt cool. Was für eine gute Idee ist das eigentlich. Und hier nochmal, oh Gott, ist das süß. Als Zuckerbärchen. Mit vielen kleinen Zuckergrüßen will ich dir deinen Tag versüßen. Ist das süß, oder? Auch hier nochmal die Bienenwabe. Und dann das Bärchen mit dem süßen Honigkrug. Oh, ist das süß. Was für eine schöne Karte. Tolles Hintergrundpapier hat sie hier verwendet und dann das Gras drüber gemacht. Sieht richtig cool aus und hat richtig schöne Farben. Also das ist eine ganz tolle Farbkombination, finde ich auch. Auch eine wunderschöne, geniale Idee und eben der Bienenkorb ist auch wirklich, oder der Bienen, die Bienenwabe ist auch wirklich total schön koloriert und so gestaltet. Sieht wirklich toll aus. Die ganz große hebe ich mir noch bis zum Schluss auf und habe hier noch eine schöne Eichhörnchenkarte. Ich freue mich, bin gespannt, was da rauskommt. Oh, ist das süß. Erfüll dir einen Traum mit einer schönen Kastanie. Ja, das werde ich gleich erklären. Ich wollte euch aber noch schnell die Innenseite zeigen, auch mit dem kleinen Eichkätzchen. So süß. Und wer jetzt ganz genau aufpasst, erkennt vielleicht, dass diese Kastanie auch wieder dieser Lampion bzw. diese Weihnachtsbaumstanze ist. Wirklich cool. Oben nur abgeschnitten und daraus dann eine Kastanie gemacht. Was für eine mega gigantische Idee auch wieder. Also toll. Finde die Karte auch richtig schön. Ich finde die Farben toll. Der Hintergrund ist so schön geprägt. Die Farbkombination finde ich super schön und das ist so eine richtig tolle Herbstkarte. Wunderschöne Karten, Nadine. Vielen, vielen Dank. So schön und echt eine geniale Idee. Und auch hier, die ist wieder mega genial kollidiert. Also, Hut ab, Chapeau. Finde ich total klasse. Und also echt eine Idee schöner als die andere. Und jetzt kommt noch diese ganz große. Auch hier habe ich schon vorher reingelinst. Aber ich habe nicht in alle Karten. Ich habe versucht, möglichst viel mir aufzuheben und dann hier im Video zu zeigen, weil ich dann natürlich auch meine Reaktion dazu zeigen kann. Aber manchmal, gerade wenn die ersten Karten eintrudeln, dann muss ich immer schon ein bisschen spitzeln.
Und das hier ist auch eine richtig coole Karte. Leider spiegelt das hier so ein bisschen mit meiner Lampe. Ich glaube, man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Das ist nämlich eine Schneekugel eigentlich. Also das Set dazu war mal eine Schneekugel. Und da hat sie jetzt so eine magische Momentekugel gemacht. Ich weiß nicht genau, ob man das jetzt schon erkennen kann. Ich werde auf jeden Fall mal euch zeigen, was hier noch im Hintergrund ist. Leider ist mir der schon einmal abgefallen. Den werde ich nachher nochmal fixieren mit Kleber. Da ist eben auch so ein kleines Wobbelteilchen hinten drin. Ich hoffe auch, dass der jetzt richtig rum ist, dass du es nicht andersrum geplant hattest, weil der eben, als ich die Karte beim ersten Mal ausgepackt habe, ist mir der runtergefallen oder ist der schon lose gewesen. Und ich glaube, dass wenn man die Karte so ein bisschen aufmacht, dass der dann so ein bisschen da eben auch noch wackeln soll und sich bewegen soll und dass das eben so diese magische Kugel ist. Was für eine coole Karte, oder? Mit schönem Vorhang außenrum, mit einem schönen Papier im Hintergrund. Also richtig cool gemacht. Auch richtig viel Arbeit, also auch hier dieser Rahmen noch außenrum gesetzt und dann eben diese Galaxie, diese Welten mit diesem Papier auch bebastelt und mit diesen Stanzen hier oben. Also eine Weihnachtskugel, die man normalerweise so schüttelt und Schneeflocken rumfliegen, mal ganz anders in Szene gesetzt. Auch eine richtig genial coole Kartenform und ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem gut, auch wenn hier meine Lampe leider ein bisschen reinspiegelt. Und so einen Heiligenschein macht. Also wirklich total cool. Nadine, deine Kartenideen sind auch alle mega genial und ich möchte mich herzlich bedanken. Die sind echt total toll und eigentlich wünsche ich mir noch viele mehr von dir, weil die sind alle so super cool. Du brauchst einfach mal Zeit zum Basteln. Also tolle Ideen, wirklich ganz ausgefallen und vielen Dank, richtig cool. Und ich habe noch mal eine schöne Kartenidee und zwar ist diese Karte von der lieben Karin. Und das Ganze ist eine Hochzeitskarte geworden, was ich auch voll cool finde, weil Hochzeit ja dann eigentlich mit Weihnachtsthema auch schwierig ist. Und die Materialien sind hier diese alle, da könnt ihr Pausebild machen. Gesehen hat sie die Karte bei Daniela Hödel. Und die Stanzformen sind umgeben von Natur und verschneiter Wald. Also auch eine richtig tolle Karte zur Hochzeit mit einem richtig schönen Kuvert. Und ich finde diese Form total toll, dass das hier so abgeben. Rundet ist, dass das hier das aber trotzdem außenrum auch wieder so aufgreift und dass hier in der Mitte diese schöne Kirche eingestempelt ist und dann noch oder ausgestanzt sogar, aufgestempelt und gestanzt. Die herzlichsten Glückwünsche zur Hochzeit. Also finde ich eine ganz tolle Kartenidee. Mit viel Liebe, das stimmt. Also das ist eine ganz tolle Karte. Ich finde das cool und ich finde, dass das so richtig schön harmonisch ist. Ich finde die Farben auch toll. Grün und Weiß finde ich an der Hochzeit sowieso immer sehr, sehr gut. Und ja, ich finde die Karte ist genial und ich finde es richtig toll, dass wir eben noch eine Hochzeitskarte bekommen haben. Also wir haben wieder richtig viele schöne Kartenideen zu allen möglichen Themen und wirklich super cool umgewandelt und witzig, wie aus manchen Stanzen oder manchen Sachen ganz andere Sachen entstehen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen teilnehmenden Mädels bedanken, die mitgemacht haben für diese schönen Kartenideen. Und ich freue mich auch aufs nächste Thema. Und ja, ich bin auch gespannt, ob es euch Zuschauern gut gefallen hat. Ihr könnt gerne bei den Kommentaren eure Meinung hinterlassen. Und wir freuen uns da über jeden Daumen nach oben und über jeden Kommentar. Und wenn ihr den Kanal gerne mögt, dann könnt ihr den natürlich auch gerne kostenfrei abonnieren. Und dann könnt ihr einfach auf diese Glocke drücken. Und dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ein neues Video hochkommt. Auch natürlich zu den nächsten Teamgeist-Themen. Danke fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal, kreativiert was Neues. Tschüss!